Wenn man jetzt so ein bisschen schaut, einfach in der Entwicklung, wo die Menschheit sich hin entwickelt, was da jetzt alles gerade so passiert, und du vorhin schon was ganz Wichtiges gesagt hast, viele hoffen so ein bisschen auf den Messias im Außen. Da ist mir letztens ein schöner Spruch untergekommen: New Age is a new cage. Was hältst du davon, dass ja momentan wirklich ganz viele spirituelle Lehrer, Geistführer wie Sadhguru, wie, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, ich habe mir drei Namen mal aufgeschrieben, Dalai Lama oder Deepak Chopra, das sind ja jetzt ganz, ganz viele, die Zulauf in Anführungsstrichen bekommen, weil auch da immer so danach geschaut wird, okay, das sind die Meister, das sind die, die die Weisheit mit Löffeln gefuttert haben, jetzt mal so gesehen. Wie siehst du diese Bewegung? Alle Bewegung hier auf der Erde ist eine Flucht vor dem Kontakt. Kurz und knackig. Ja, es ist ja, statt mit meiner Frau oder mit meinem Mann zu sprechen, was für Gefühle da sind, gehe ich halt lieber zum Dalai Lama. Oder nehme eine Pille. Oder arbeite mich zu Tode. Oder suche den Sinn meines Lebens. Oder springe aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm. Alles, was wir hier machen bis jetzt, ist Flucht vor Kontakt. Und manche versuchen in die Erleuchtung zu flüchten. Was macht man dann dort? Da ist niemand mehr. Ne? Wir entkommen nicht unseren Emotionen. Wir entkommen den Emotionen auch nicht bei einem Meister. Vielleicht ist es aber gut, da nochmal genauer drauf einzugehen. Also was passiert da? Im Prinzip ist der 90% des Antriebs für die spirituelle Szene ist nicht verarbeitet, das Entwicklungstrauma. Ja, das ist der Antrieb, warum diese Szene überhaupt so groß geworden ist. Niemand sucht Erleuchtung, niemand will Erleuchtung, weil erstens wissen wir gar nicht, was das ist. Die, die nicht erleuchtet sind, wissen nicht, was das ist. Die suchen also nach irgendwas, was ihnen hoffentlich in der Zukunft Erleichterung verschafft. So, was ist damit gemeint? Damit ist letztlich nichts weiter gemeint als eine Regulation im Nervensystem. Also sprich, da geht es um den Vagus. Ja? Das ist ein körperlicher Zustand, wenn der Körper die Umgebung als sicher einstuft, dass er sich entspannen kann. Und zwar in der Tiefe im Nervensystem sich entspannen kann, dann sagen wir, wir fühlen uns gut, wir sind angekommen, das Leben hat Sinn. Ja? Das kriegen wir hin durch Bindung, durch wirklichen Austausch. Den schaffen wir nicht mehr, kriegen wir nicht mehr hin. Also haben wir Stress im System. Der Kopf produziert Horrorgedanken, um das kohärent zu machen. Und dann suche ich nach einem Ausweg. Ja? Und es gibt destruktivere oder konstruktivere und nicht so schädliche Auswege oder Notlösungen, hatte ich ja schon gesagt, einen eher destruktive Notlösung wäre Substanzkonsum, zu viel arbeiten und so weiter. Eher eine gesündere Variante wäre Vagusübungen, Yoga, Sport, viel in die Natur gehen, löst das Problem nicht, aber richtet nicht so viel Schaden an. Und eine Pseudolösung mit spirituellem Etikett, was ich dann noch auch quasi egomäßig auch noch ausschlachten kann für meine Identität als Heiliger oder bald Heiliger, ist zu einem Guru zu gehen. Ne? Und dann muss ich nicht mal selber was machen, sondern setze mich in sein Energiefeld rein. Dann geht es mir vielleicht gut und ich habe die Idee, dass es in der Zukunft zur Erleuchtung kommt und dann mein Problem gelöst ist. Dann komme ich wieder nach Hause, bin aus dem Riesenenergiefeld raus. Ich sage nicht damit, dass diese Lehrer, dass da nicht irgendwas sehr Besonderes und Gutes ist. Nur wir müssen gucken, worum geht es da. Ja? Und wenn ich eben diese Bindung nicht selber herstellen kann, das Wohlgefühl, dann geht es mir zu Hause wieder schlecht, weil dann habe ich wieder Streit mit der Ehefrau. Dann gucke ich, wann ist das nächste Retreat von dem Guru, dann gehe ich wieder hin, gehe wieder in den transpersonalen Raum und fühle die Grenzenlosigkeit. Ja, und dann gehe ich wieder nach Hause und haben wir es so. Und dann kann es sein, dass es immer diese Pole immer weiter werden und dann springen die Leute von einem Retreat zum nächsten und glauben dann am Ende noch, dass dieser Zustand die Lösung ist. Und dann glauben sie vielleicht, ja, wenn ich lange genug meditiere oder bei dem Guru bin, dann bin ich vielleicht dauerhaft in diesem grenzenlosen Zustand und dass das irgendwas mit Erleuchtung zu tun hätte. Na, und so irren die Menschen herum. Im Großen und Ganzen geht es immer nur um dasselbe. Ich suche nach der Verbindung mit einem physischen Menschen, nicht mit einer Lichtgestalt, ja, die ich als Kind nicht hatte. Und das hat was mit Kommunikation zu tun. Ja, ich suche also die Kommunikation, das Mitteilen dessen, was ich seit der Kindheit nicht mitteilen konnte. So, danach suchen wir. Und da wir das aber nicht merken, dass wir danach suchen, gehen wir woanders hin. Das Problem bei einem Guru ist,
dass der für mich nicht auf gleicher Ebene erreichbar ist. Das Gleiche gilt für einen Therapeut. Mhm. Aber ein guter Traumatherapeut wird einem Menschen, der Hilfe sucht, in jedem Fall so schnell wie möglich helfen, dass derjenige in seinem Privatumfeld nahe Bindungen erzeugt, weil in dem Moment, wo er das kann, ist er sofort unabhängig vom Therapeut. Ein guter Therapeut wird seine Patienten nicht abhängig von ihm machen. Ja. Wenn ich aber zu einem Guru gehe, dann geht es um was völlig anderes. Das sind viele, die sind, wie gesagt, traumatisiert und suchen diese Bindung. Und dann kann es sein, dass dieser Lehrer vielleicht, der weiß gar nichts von Trauma, ja, oder weiß nicht, wie er damit umgehen soll, weil er keine Ausbildung hat. Also wird er das vermitteln, was er in sich hat. Ja? Und dann sprechen vielleicht ganz andere Nervensysteme miteinander. Ja? Der Lehrer versucht, den Menschen in den transpersonalen Raum zu bringen, zu realisieren, dass da nichts ist, kein Ich, kein Zentrum. Aber da sitzt jemand, dessen Nervensystem schreit um Hilfe und braucht Bindung. Ja? Und dann kann das sein, dass es sogar kontraproduktiv ist. Der Guru ist nicht erreichbar für eine sichere Bindung. Ich muss Geld für den bezahlen und der reist vielleicht rum. Ich kann den punktuell erreichen. Das stellt keine Lösung dar. Eine Lösung für das Nervensystem ist ein sicheres Gegenüber. Und das ist nun mal letztlich final endgültig die Partnerschaft. Ja. Was sofort wieder Bing, Bing, Bing macht, ist auch, was mich in den letzten Jahren extrem gestört hat, war einfach, dass wenn in dieser Verbindung, wenn man mal geschaut hat, Verbindung in Anführungsstrichen jetzt einfach, dass ganz viel immer wieder hochgekommen ist, du musst dein Ego töten. Du musst dein Ego töten. Und ich kann nur sagen, von meiner Wahrnehmung her, gehe ich davon aus, dass die Schöpfung uns vollkommen erschaffen hat. Dass es einfach eher darum geht, mit allem in Einklang zu kommen, dass alles seinen Platz bekommt oder sein Gewicht, seine Gewichtung. Guck mal, das sind alles Konzepte. Das sind alles Konzepte. Wir können nicht leben mit Konzepten. Es geht immer nur um Kontakt und Beziehung zu dem, wie es jetzt ist. Wir können keine Konzepte über alles drüber tun. Ja, deswegen kann man auch schwierig pauschale Aussagen machen. Ja. Ich kann nicht sagen, das Ego-Töten ist falsch oder das Ego-Töten ist richtig. Ich muss immer schauen, wen habe ich vor mir, an welchem Stand ist das Nervensystem und die Bewusstseinsentwicklung. Und das ist immer eine Beziehung zu etwas, wie es jetzt konkret ist. Und das hat nichts mit Strategien zu tun. Ja, nicht mit Verallgemeinerungen, sondern wirklich, wie du sagst, mit dem ich jetzt individuell gerade zu tun habe. Das Ego-Töten ist doch wieder eine Strategie. Mhm. Und was soll denn das sein eigentlich? Ja. Das ist eine Handlungsstrategie. Wenn jemand, der zu mir kommt und Hilfe sucht und ich ihm eine Handlungsstrategie gebe, dann ist das missbräuchlich. Mhm. Ich finde es gerade ganz wichtig, verzeih, wenn ich dich unterbreche, aber dass du das auch sagst, das ist missbräuchlich. Weil mein Empfinden nach wird ganz viel Missbrauch in diesem Bereich betrieben. Als ob quasi nochmal reingedrückt wird in das Trauma, um das Trauma fast zu vergrößern, wie eine Art Retraumatisierung. Ja, sowas gibt es auch nicht, Retraumatisierung. Das ist jetzt die nächste Geschichte. Es gibt keine Retraumatisierung. Sowas gibt es nicht, sondern was es gibt, ist eine Aktivierung von bereits vorhandenem Traumamaterial. Was es gibt, wäre eine Neutraumatisierung, aber sowas wie eine Retraumatisierung, das ist auch wieder ein Konzept. Man muss das alles wirklich zurechtrücken, weil Beispiel, was damit ja gemeint ist, ein Klient kommt zu einem Therapeuten und macht dann ganz schlimme, ganz extreme Erfahrungen. Mhm. Gefällt ihm gar nicht, kommt in schwierige Zustände und kommt nach Hause und sagt, ich bin retraumatisiert worden. Mhm. Das stimmt alles so nicht, weil eine Variante ist, der Therapeut macht Unsinn und aktiviert dadurch Traumamaterial und es kommt zu einer Überflutung und einer Überforderung des Nervensystems. Dann wurde all das Traumamaterial in unangemessener Weise und unprofessionell hervorgespült, ja, und das Nervensystem des Klienten in Schwierigkeiten gebracht. Das ist nicht gut, unprofessionell, ja, aber es ist keine Retraumatisierung, weil das, was da kommt, schon im Klienten drin war. Eine Neutraumatisierung wäre, wenn zum Beispiel der Therapeut durchdreht und tatsächlich Gewalt anwendet, ja, ein neues Trauma, was so in dem Klienten noch nicht vorhanden ist, das käme dann dazu. Ja, aber sowas wie eine Retraumatisierung gibt es nicht. Da wird sozusagen eine Schuld den Menschen gegeben, die nicht vorhanden ist. Ja. Danke, dass du das so deutlich sagst. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich das auch sage, wenn ich mir selber das sage, ich bin retraumatisiert worden, das sage ich meinem Nervensystem etwas, was nicht stimmt. Danke.
So deutlich braucht's. Ja. Ja.